Hallo und willkommen bei Häuser zum Leben aktuell. Ich stehe hier vor dem Haus Augarten, wo heute bereits zum dritten Mal der Elternabend stattfinden wird. Eine Gelegenheit für Lehrlinge, Eltern und Ausbilder, miteinander zu reden und zu schauen, was unsere Lehrlinge so machen. Nachdem es kalt ist, würde ich sagen, gehen wir gleich hinein. Ja, und hier stehe ich schon neben zwei Lehrlingen, die maßgeblich an der Organisation des heutigen Nachmittages mitgewirkt haben. Wie war denn das für euch? Es war auf jeden Fall sehr interessant und sehr aufregend für uns. Das kann ich mir vorstellen. Jetzt denke ich mir, dass es ziemlich schwierig sein muss, Büroalltag hier zu präsentieren. Wie ist euch das gelungen? Wir haben alles, also die Aufgaben, die wir täglich machen in der Arbeit, haben wir versucht zusammenzuwürfeln und haben so einen Sketch vorbereitet. Das heißt, ihr holt euer schauspielerisches Talent hervor. Was habt ihr denn noch vorbereitet? Wir haben außerdem noch einen kleinen Film vorbereitet. Auf den sind wir alle schon sehr gespannt. Natürlich haben auch die Lehrlinge vom gastronomischen Bereich für uns was vorbereitet. Der Teamkapitän von Team Vienna and Friends, Mike Schneider, hat das Coaching übernommen. Was wird uns denn heute erwarten? Ja, wir haben 5 Kochgruppen mit jeweils 6 Kochlehrlingen gemacht und die haben sich etwas Tolles einfallen lassen. Und ich bin selbst auch schon gespannt, wie das schmecken wird. Naja, da fragen wir gleich jemanden, der da maßgeblich mitgestaltet hat. Die Menüs, habt ihr die selbst zusammengestellt? Natürlich, haben wir selber zusammen alles gemacht und selber gekocht. Ja. Und eure Ausbilder haben euch da ein bisschen unterstützt? Ja, sie haben uns teilweise sehr oft unter die Arme gegriffen und somit sollte alles dann stimmen. Na, ich bin überzeugt davon, dass das eine tolle Sache wird und ich freue mich schon, diese Köstlichkeiten zu verkosten. Ich stehe jetzt hier neben dem Team der Ausbilderinnen, die mit den Bürolehrlingen diesen Abend gestaltet habt. Anna, wenn ich dich so als Teamkapitänin hier bezeichnen darf, was war euch denn besonders wichtig? Wichtig war, dass die Lehrlinge es selbst organisieren, dieses Projekt, diesen Abend alleine gestalten dürfen. Und ist das gut gelungen oder gab es da große Herausforderungen? Nein, es ist uns sehr gut gelungen, vor allem den Lehrlingen, weil wir haben wirklich nur unterstützt und die Ideen sind von ihnen alleine gekommen, was sie machen möchten. Jetzt stelle ich mir natürlich vor, dass es schwierig ist, den Büroalltag hier herzuzeigen. Wie ist euch das gelungen? Ja, wir haben einen kleinen Film gemacht und einen Sketch und ich wünsche allen schon gute Unterhaltung. Es ist uns gelungen, auch unsere Geschäftsführerin Frau Graumann vor das Mikrofon zu bitten. Frau Graumann, Ihnen eilt ja der Ruf voraus, dass Ihnen die Lehrlingsausbildung ein persönliches Anliegen ist. Warum ist Ihnen das so wichtig? Weil es einen Unterschied macht, ob ein Jugendlicher eine Perspektive hat, eine Aussicht hat, sein Leben selber zu gestalten, zu meistern, das eigene Geld zu verdienen oder eben nicht. Wenn wir jetzt die Ausbildung hier bei uns im KWP mit Ausbildung, mit Lehrlingsausbildung in einem anderen Unternehmen vergleichen würden, wo ist da der große Unterschied? Ich glaube zum einen einmal unsere Ausbilder und unsere Ausbildnerinnen. Wir legen einen hohen Wert auf soziale Kompetenz und darauf, dass sie es auch vermitteln können. Das ist das eine. Das zweite ist unser Ausbildungsangebot für Lehrlinge. Es umfasst nicht nur die fachliche Ausbildung, sondern auch das Rundherum, das notwendige Rundherum. Und zum Dritten, wir haben einen hohen Anteil an integrativen Lehrlingen. Und ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass diese Lehrlinge, wenn man sie sieht, in der Gruppe der anderen nicht auffallen. Und zwar nicht auffallen deshalb, weil sie fachlich fast genauso gut sind und oftmals sogar nicht ihre 4 Jahre brauchen, sondern nur 3 Jahre. Wenn ich Ihnen jetzt verrate, dass wir heuer 3 dabei haben, die doch auffallen, weil sie es nämlich auf Stockerl geschafft haben. Dann würde ich sagen, ich habe es ja gesagt, unsere Ausbildnerinnen sind die Besten, oder? Ich bin ganz stolz auf ihn und auch das KWB ist, finde ich, ein ganz ein toller Ausbildungsplatz, muss ich schon sagen. Also da wird wirklich viel geboten und wird sich wirklich viel bemüht um die Lehrlinge. Vielen Dank für diese netten Worte und ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend. Genießen Sie es. Danke. Ja, hier im Gewusel bin ich jetzt auf Michaela Buchter getroffen. Du bist ja die Lehrlingsbeauftragte für den Bereich Büro. Wenn du an den Praxischeck des heurigen Jahres denkst, was hat es denn da heuer für eine Neuerung gegeben? Ja, folgende Neuerung hat es gegeben. Heuer haben erstmalig die Lehrlinge aus dem IT-Bereich teilgenommen am Praxischeck. Wir haben damit Unterstützung ihrer Ausbildner einen Fragekatalog entwickelt, den wir in den Praxischeck integriert haben, auch an das Punktesystem angepasst, dass es einen Vergleichswert auch gibt mit den anderen Kolleginnen und haben so
konnten Sie das erste Mal teilnehmen? Naja, insgesamt ein sehr positives Ergebnis. Wir freuen uns schon gemeinsam auf die Siegerehrung und dann werden wir sehen, wer es tatsächlich auf Schockerl geschafft. Man soll aufhören, wann es am schönsten ist. Wir haben einen ereignisreichen Nachmittag und Abend miteinander verbracht. Tolle Performances von den Lehrlingen, viele lachende und stolze Gesichter der Preisträgerinnen und Preisträger und vor allem auch sehr viele stolze Eltern, die nach Hause gehen. Auf Wiedersehen und willkommen beim Elternabend 2019.